Kein Zuhause bekommen, kein Hartz IV, keine Aufmerksamkeit und keine Anerkennung. Straßenkinder. In Deutschland gibt es rund 21.000 davon. Zwei davon sind Sarina und Marcel. Doch während sich Marcel aus dem Sumpf befreien konnte, lebt Sarina noch immer auf der Straße. Als wir sie vor einem Jahr das erste Mal getroffen haben, waren beide beste Freunde, bis sich ihre Wege trennten. Vor einem Jahr treffen wir Sarina und Marcel im Berliner Tiergarten. Sie müssen wie so oft die Nacht im Freien bei Eiseskälte verbringen, obwohl sie sich sehnlichst ein normales Leben wünschen. Ich würde gerne Ausbildung machen, mein eigenes Geld verdienen. Auf jeden Fall will ich eine Wohnung haben, meine eigenen vier Wände, ein Dach über dem Kopf, wo es warm ist und nicht mehr dieses komische Leben hier. Kälte, Hunger und die ständige Suche nach einem Schlafplatz lassen Sarina und Marcel immer mehr verzweifeln. Ihr Leben auf der Straße können die beiden kaum noch ertragen. Ein Jahr später treffen wir den heute 21-jährigen Marcel wieder. Ihm ist es gelungen, sich endlich aus dem Elend zu befreien. Er macht inzwischen eine Ausbildung bei der Berliner Bahnhofsmission. Dadurch will er anderen Obdachlosen helfen. Ich habe meine eigene Wohnung, ich verdiene mein Geld. Ich bin endlich weg von der Straße. Ja, und das war wichtig für mich. Die 19-jährige Sarina rutscht vor einem Jahr auf der Straße immer tiefer ab, betäubt sich mit Alkohol. Alles begann mit der Liebe zu einem Obdachlosen. Nach dem Liebesaus findet sie nicht mehr zurück in die Normalität. Es gibt mir höchstens nur noch eine Woche, weil die zwei Jahre haben mich so seelisch und psychisch so kaputt gemacht und auch körperlich. Doch Sarina lebt noch immer auf der Straße. Vor einigen Tagen treffen wir sie wieder am Bahnhof Zoo in Berlin. Ihr Zustand hat sich weiter verschlechtert, aber ändern kann Sarina offenbar nichts daran. Ich gehe jetzt aufs dritte Jahr zu und ich komme immer wieder hierher. Auch wenn ich sage, ich will mich ändern oder so, ich komme immer wieder hierher. Die Leute, die ich hier kennengelernt habe, die sind für mich wie eine Familie geworden. Die passen auf mich auf, wenn ich auf der Straße schlafe. In der Berliner Bahnhofsmission trifft Sarina heute auf Marcel, der dort seine Ausbildung macht. Hier bekommt die 19-Jährige wie auch andere Obdachlose eine warme Mahlzeit. Doch das Zusammentreffen mit Marcel ist für sie sehr beschämend. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, dass er mich immer noch in dieser Lage sieht, wie vor einem Jahr. Und ich ihn aber hinter der Theke sehe, nicht mehr vor der Theke. Für mich ist es persönlich sehr traurig. Marcel hat es inzwischen geschafft und erkannt, ein geordnetes Leben ist machbar. Während Sarinas trostloses Dasein auf der Straße weitergeht. Warum schaffst du das nicht? Du bist schon so lange hier. Ja. Ja? Ich fühle mich hier einfach geborgen. Die Leute geben mir Halt, Kraft, auch mehr oder weniger Geborgenheit und Liebe ein bisschen. Dass Sarina immer noch auf der Straße sitzt, ist für mich, warum schaffe ich es und warum sie nicht? Am liebsten würde ich sie jetzt an die Hand nehmen, ja, sie mit zu mir nehmen und sagen, du kommst jetzt mit. Möchte ich nicht. Noch nicht. Tut mir sehr weh in der Seele. Am Bahnhof Zoo sind wir an diesem Abend mit Sarinas Vater und seiner Lebensgefährtin verabredet. Beide wollen die 19-Jährige endlich von der Straße holen, machen sich große Sorgen um sie. Schon lange hat Sarinas Vater keinen Einfluss mehr auf seine Tochter, ist machtlos. Wir haben noch Minustemperaturen und alles und ihr kann auch immer was passieren. Also das macht mich wahnsinnig. Und ich suche meine Tochter, ich will sie finden, unbedingt. Doch wird das Gespräch mit ihrem Vater Sarina endlich davon überzeugen, in ein normales Leben zurückzukehren? Vor drei Jahren ist Sarina von zu Hause abgehauen, weil ihr Vater ihre chaotische Lebensweise ohne Schule und Ausbildung nicht mehr tolerieren wollte. Immer öfter kam es deswegen zum Streit. Jetzt kann sie ihre Tränen nicht mehr unterdrücken. Sarina, willst du wirklich immer so leben? Ja? Guck mal, mit Pilot nach Hause. Du kriegst jede Unterstützung, die du brauchst. Dir kann so viel passieren. Du bist noch so jung. Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Sarinas Vater will um seine Tochter kämpfen und sie von der Straße holen. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, die ganzen Jahre nicht. Ihr Zimmer ist so, wie sie gegangen ist. Nicht anders. Ja, ich würde es noch mal, ich würde es probieren. Ich hoffe auch, dass es klappt. Also ich glaube, ich mache einfach diesen Neuanfang nochmal mit meinem Papa. Weil ich glaube, er braucht mich jetzt auch und ich brauche ihn auch. Und ich werde sie unterstützen, wo ich kann.
Überwältigt von so viel Wiedersehensfreude nimmt Sarina nun Abschied von ihren Freunden am Bahnhof Zoo. Nach langen Gesprächen mit ihrem Vater ist sie bereit, wieder nach Hause zurückzukehren. Sarinas größter Traum ist eine Ausbildung. Doch sie weiß, dass sie dafür ihr Leben auf der Straße aufgeben muss.